Vater- und Sohn-Figur in Plauen war schon immer ein beliebtes Fotomotiv. Doch bei der jungen Frau handelt es sich nicht um eine Touristin. Cassie ist in Plauen, um zu arbeiten. Die junge Künstlerin, die in Shanghai geboren wurde und nun in Vancouver lebt, hat sich im Rahmen eines Forschungsprojektes von Kanada auf den Weg nach Plauen gemacht. Seit vergangenem September will sie das Geheimnis um die Popularität von Vater und Sohn lüften. The project started last September when I was doing. Ich recherchierte gerade über die chinesische Kulturrevolution und stieß dabei auf Vater- und Sohn-Zeichnungen. Dabei verwunderte mich ein deutscher Schriftzug. Da die Zeichnungen bei uns sehr bekannt sind, dachte ich immer, sie kommen aus China. Mein Interesse war geweckt und ich fragte mich, warum eine deutsche Geschichte in China so populär ist und vor allem, wie sie dahin kam. Plauen ist dabei nicht die einzige Station ihrer Reise. Als nächstes geht es für sie nach Berlin. Dort will sie Leute filmen, die Vater- und Sohn-Geschichten nachspielen. Anschließend reist sie weiter nach Shanghai, um herauszufinden, wie die Zeichnungen dorthin kamen. In China kennen die meisten Menschen die Geschichten vom Vater und seinem kleinen frischen Sohn. Per Mail suchte sie den Kontakt zum Erich-Oser-Haus in Plauen. Für Leiterin Dr. Elke Schulze, die ebenfalls interviewt wurde, passt das Projekt perfekt in das Jubiläumsjahr 110 Jahre Erich Oser. Schön, wenn das Thema in einer anderen Weise bearbeitet wird als bis jetzt, also in einer zeitgenössischen, künstlerischen Weise. Und das hätte Oser ganz sicher gefallen, dieser Art, dieser junge, frische Zugang. Das ist ja was anderes als das, was ich hier leisten kann. Das Ergebnis ist schwer zu schätzen. Ich freue mich einfach, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und bewundere unheimlich den Mut von Casey, die ohne Deutsch zu sprechen nach Europa gereist ist, das allererste Mal in ihrem Leben überhaupt. Obwohl Casey zwar hier in Plauen über 8000 Kilometer vom heimischen Vancouver entfernt ist, fühlte sie sich im Hotel heimisch, fast wie zu Hause. Im Hotel fand ich die gleichen Bettlaken wie in meiner Kindheit vor. Dadurch habe ich eine Art kleine Zeitreise unternommen und es war etwas seltsam. Obwohl ich so weit von zu Hause entfernt bin, fühle ich mich eben doch wie zu Hause. So it was a very strange discovery. It was almost like, you know, like the coming home feeling. Nachdem Cassie ihre Dreharbeiten in Shanghai beendet hat, reist sie wieder zurück nach Vancouver, sichtet ihr Material und fängt an zu schneiden. Wann genau der Film fertig sein wird, weiß sie noch nicht. Zu sehen sein wird er im Internet und im Rahmen einer Ausstellung. Elke Schulze hofft, dass Cassie zur Premiere ihres Films wieder nach Plauen kommt und die Verbindung zu der jungen Kanadierin weiterhin besteht.